Der HSV hatte den SC Paderborn zu Gast, den direkten Verfolger, obwohl man auf Platz 3 ist und man möchte oben mit angreifen. Heidenheim nur 4 Pünktchen entfernt, aber nach unten hin Paderborn und St. Pauli auch 4 Punkte von einem entfernt. Das heißt, man hätte heute 3 Punkte im Volkspark belassen müssen. Und was ist es geworden? Richtig, ein zahnloser Tiger, ein 2:2. Also der HSV und Paderborn haben sich eigentlich gegenseitig besiegt, muss man ganz klar sagen. Morgen muss Heidenheim gegen Pauli ran. Da muss es auch unentschieden stehen, weil dann am Ende kann man sagen, okay, es bleibt alles beim Alten. Darmstadt wird natürlich von Magdeburg weggehauen. Also man muss sagen, auch in dem Spiel jetzt heute, der HSV, Paderborn, beide sind auf jeden Fall richtig ambitioniert ins Spiel reingegangen. Also nach 2 Minuten hast du schon so viele Torschüsse gesehen, wie in der ganzen Saison zuvor nicht, von beiden Mannschaften. Also hat man richtig gesehen, man wollte. Klar, 3 Punkte waren wichtig für beide. So, und dann ist es nachher der HSV gewesen, der in Führung gegangen ist. 3 Minuten später kam ein sauberer Ausgleich, aber beim 1:0 durch den HSV, also das Tor hat zu 100.000% Robert Glatze, Bobby Glatze gehört. Ja, ich habe noch kurz vorher gesagt, in meinem Stream habe ich noch gesagt, also von Bobby Glatze sieht man in der letzten Zeit nicht so viel, was ist. Der vernascht er 4 Gegenspieler, ja, legt den Ball links rüber zu Dompe, der ihn wieder zurücklegt und Glatze versenkt das Ding. Der hat sich also das Tor zu 100.000% selber vorbereitet und dann auch noch durchgeführt. Also mega geil von Bobby Glatze. So, und 3 Minuten später schlug es ein bei Daniel Heuer-Fernandes im Kasten. So, und dann ist es nachher Moritz Heyer gewesen, der sogar noch ein Abseits-Kopfballtor gemacht hat. Das war aber klares Abseits, da kann man nicht sagen so, ey Mensch, was ist da los? So, dann konnte Paderborn im Endeffekt ausgleichen durch einen Elfmeter, sehr umstrittene Szene. Also man hat auch gesehen, die Paderborner, nichts gegen Paderborn, die haben sich wirklich gut geschlagen. Aber da waren einige dabei, die haben einfach die ganze Zeit da auf der Erde gelegen und sind auch nachher ausgewechselt worden, wie Conte zum Beispiel. Sonst hätte er die Rechnung vom HSV bekommen, ja, für den gesamten Rasen, weil er hat nämlich wie eine Kuh den ganzen Rasen abgegrast, weil so oft hat er da gelegen und das Gras da weggefressen, ja, wegen nichts und wieder nichts. Und das ist halt eben auch scheiße, ist unfair, aber gut, was soll's machen? Es ist ein Topspiel. Aber man muss auch ganz klar sagen, wirklich ein Riesenlob an den DFB. Ihr habt wirklich ein super geiles System rausgehauen. Ihr habt endlich mal einen Schiri gehabt, ja, der richtig Qualität gezeigt hat in diesem Spiel. Also da muss man echt sagen, also diese Schiedsrichterleistung, das war grandios, wenn man mal die Grundausbildung von dem sieht. Weil der Schiri, der da gestanden hat, der hat irgendwann mal in seiner Jugend ein Fußballspiel gesehen. Und war zufällig, weil er ja Bürgergeldbezieher ist, auf einem 1-Euro-Job unterwegs im Volkspark und hat da Hundescheiße eingesammelt. So, und dabei hat er ein gelbes Trikot gefunden, hat sich das übergezogen, ist in den Volkspark gegangen und hat genau die Arbeit durchgeführt, wie er sie auch ursprünglich machen wollte. Nur, dass er es nicht aufgesammelt hat, sondern selber zu dem geworden ist, was er eigentlich im Volkspark aufsammeln sollte und genau so auch gepfiffen hat. Vollkommen egal, wie beide Mannschaften gespielt haben, ja. Also, dass der HSV schafft, sich selber zu besiegen, gerade am Saisonende und sich selber zu überholen, das ist nichts Neues. Paderborn auch zahnlos gewesen. Aber die Schiedsrichterleistung DFB war so in einem Topspiel. Ein 6-Punkte-Spiel für beide Mannschaften. Und dann stellt man da so eine Pfeife auf den Platz. Da ist echt, also da kann man schon mal klatschen, ja. Oder so ein Blutdruck kriegen, Mann. Das kann nicht wahr sein. Was sind das für stümperhafte Amateure, die ihr da auf den Platz stellt? Die haben schon ein gelbes Trikot an. Da brauchen sie die Binde ja nicht. Aber trotzdem müsstet ihr da mal 3 schwarze Punkte auf die Ärmel machen, oder was? Es kann doch nicht wahr sein, dass ihr ihm keinen Stock mitgebt, weil er da mit seinem blinden Stock ihren Spieler da verprügelt. Weil er einen auf diesen hier macht. Ja, da haben wir ja noch Verständnis für. Aber da müsst ihr ihn zumindest markieren. Der halbe Volkspark hat gelbe Karten gekriegt. Von diesem Schwachkopf da. Es kann doch nicht wahr sein. Hat nur noch gefehlt, ja? Also im Strafraum der Paderborner hat ein Paderborner einen anderen Paderborner hingelegt. Da hätte man schon mal 11 Meter pfeifen können. Also gegen den HSV natürlich. Ist ja klar, ist ja im Strafraum passiert. Und zeitgleich hätte man den gelben Karton rausziehen können. Alle Fans im Volkspark, den Betreuerstab und die Klofrau und den Busfahrer vom HSV hätte man auch noch die gelbe Karte geben können. Ach so, hier, Peter Tschentscher, den Bürgermeister von Hamburg, den hätte auch noch gelb geben können. Weil ein Paderborner den anderen niedergemäht hat. Weil diese Grundqualifikation hatte dieser Lappen. Also das kann nicht sein, dass man da solche, wirklich solche Pfeifen hinstellt.
Der braucht gar keine Trillerpfeife. Der pfeift alleine schon. Ja, mit seinem eigenen Aussehen. Die alte Pfeife. Der rennt da nur rum und das pfeift die ganze Zeit. Ist das auch normal oder was? DFB, Alter. DFL. Euer Erzfeind kleinste Sprung hier noch. Meine Fresse mal. Macht das ganze Spiel kaputt. Dann ist da irgendeine Situation, er lässt weiterspielen, minutenlang. Und mit einmal pfeift er. Ja, hier Freistoß Paderborn. Vor einer halben Stunde hat man in Hamburg irgendwie, ist er zu schnell am Paderborn da vorbeigelaufen. Da ist eine Strähne nach vorne geweht. Das war ein Foul. Das kann man mal eine halbe Stunde später pfeifen, oder was? Ey, ist das doch normal, oder was? Das hast du nicht mehr in der Kreisliga. Weißt du, wo du dir abends nochmal die Hülse aufmachst am Spiel, mit dem Schiri zusammen, oder vor dem Spiel die Hülse aufgemacht hast? Und da sehen die Schiris genauso aus wie ich. Schiebe mir mit Zähne in der Fresse und Büffelhüfte. Ne, fettes Schwein, die rennen rum. So, die pfeifen geiler als solche Idioten da. Das kann nicht wahr sein, Mann. Macht den ganzen Fußball kaputt. Meine Fresse nochmal, du. Naja, gut, nichts gewesen. Können wir nur noch hoffen, dass jetzt Heidenheim, Pauli unentschieden spielen. Darmstadt gegen Magdeburg verliert, was ich nicht glaube. Dann bleibt es auf jeden Fall in den letzten drei verbliebenen Spieltagen wirklich noch spannend. Der HSV hat dann doch die Möglichkeit, auf den direkten Aufstiegsplatz zu kommen. Ja, wenn Heidenheim Punkte lässt und der HSV jetzt gegen den Jahn aus Regensburg. Also mal ganz ehrlich, da ist sowieso die Frage, was willst du da als HSV noch holen? Bei der Leistung, die du die letzten Wochen schon wieder zeigst. Ja, der Jahn aus Regensburg, ein Angstgegner vom HSV. Heute hatten wir wieder einen Angstgegner, Paderborn. Dann kommt Greuther Fürth und dann Sandhausen, Alter. Sandhausen, der größte Angstgegner des HSV. Mit dem Jahn aus Regensburg zusammen. Du musst eigentlich jetzt in allen drei Spielen jeweils drei Punkte, du musst auch 9 Punkte mitnehmen. In der Hoffnung, dass Heidenheim noch patzt. So, anders funktioniert das nicht. Wenn Heidenheim aber morgen gegen Pauli gewinnt und du holst immer genug Punkte, ja, dann ist es daher so, dass wir tatsächlich in die Relegation gehen müssen. Dann spielen wir daher gegen Stuttgart, gegen Schalke oder sowas. Ja, da bin ich immer Prost Mahlzeit, Alter. Da bin ich echt mal gespannt. Weil der Zweitliga ist immer der Underdog. Es ist einfach so. Kaderwert, Kadergröße, Einzelspielerqualitäten, finanzielle Geschichten. Es ist eigentlich immer der Zweitliga, der es nachsehen hat. Aber dann will ich auch den HSV nicht oben haben. Also nicht über die Relegation. Dann reißt euch jetzt den Arsch auf in den letzten drei verbliebenen Spielen. Und auch so Powerfußball wie heute. Jungs, das hat mir richtig Spaß gemacht. Das hat echt geil ausgesehen. Ja, 2-2. Steht es da ja auf der Anzeigetafel. Aber ihr habt es geiler gemacht als sonst. Normalerweise steht ihr in der Abwehr, ja, und hinkelt da irgendwelche Eierwärmer oder sowas. Oh, warte mal, da ist der Ball. Ach, Mensch, Tor. Naja, also Daniel Heuer-Fernandes, der hätte schon mal halten können. Ne? So ist es eigentlich. Und heute war das echt, das war mal richtig Fußball, was man da gesehen hat. Vorne, sowie auch hinten. Ja, hinten war wieder lückenhaft und alles. Alles gut, aber Powerplay, man hat sich nicht niederringen lassen. Paderborn ist hoch angelaufen. Paderborn war wirklich ambitioniert, die haben es echt gut gemacht. Und dann hat der HSV sofort wieder zugeschlagen. Beziehungsweise man hätte fast zugeschlagen. So, ne, vorne hast du ihn nicht reingemacht, ja, dann ist das halt eben so. Aber die, wirklich, ganz ehrlich, die Spielweise des HSV hat mir heute echt besser gefallen als in den letzten Wochen. Macht so weiter in den verbleibenden letzten drei Spielen. Dann holt ihr noch was. Dann schafft ihr es. Und dann könnt ihr auch wirklich mit erhobenem Hauptes auch in die Relegation gehen. Ernsthaft jetzt. In diesem Sinne, nur der HSV. Ein Leben lang. Und da bin ich mal gespannt, wo wir am Ende der Reise landen. Ja, und auch wenn man sich immer darüber lustig macht, ewiger Vierter, zweite Liga und hast du nicht gesehen. Der HSV ist runtergegangen, ist 5 Jahre in der zweiten Liga und der schlechteste, also die schlechteste Geschichte war, dass man unter den Top 4 der zweiten Liga ist. Der HSV ist eine gute Zweitligamannschaft geworden. Aber Ambitionen nach oben zu gehen, haben sie auch. Die Spieler, der Verein, auf der Zielgerade, da wird es nichts. Guckst du aus dem Fenster, siehst du Krokusse wachsen, das war damals immer die Ankündigung, dass der Frühling kommt. Heute brauchst du eigentlich nur noch Fußballergebnisse gucken, zweite Liga. Der HSV knickt ein, verliert wieder, alles klar. Ne? Der HSV spielt scheiße, der Frühling kommt. So ist es die letzten 5 Jahre. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir es in dieser Saison trotzdem nochmal schaffen, oben anzugreifen. Ich glaube schon, wenn wir jetzt gegen den Jahn gewinnen, ja, und Heidenheim jetzt Punkte lässt gegen Pauli, könnte es was werden. Aber hätte Fahrradkette, hätte Hund nicht im Wald geschehen, hätte einen Hasen gefangen. Wir werden es sehen, in diesem Sinne haut rein. Nur der HSV, ein Leben lang.